war. Das war der Mottenmann. Ich wusste, es gibt ihn. Ein Screenshot. Screenshot? Aha. Was ist denn so Schönes hier? Gar nicht da, Polizei. Bastarde von der Stadt haben immer noch niemanden geschickt, um das zu reparieren. Sag doch auf, was du sagst. Siehst du nicht, wer hier vor dir steht? Hallo? Also, das Rohr muss repariert werden. Ich bin sicher. Vielleicht doch etwas umkommen, um zu reparieren. Überall sind Wasserschäden. Na gut, ich kümmere. Hat er wieder aufgeräumt? Na, ich hab ich hab noch ziemlich viel. Hier sind noch einige Sachen. Hier ist auch schon wieder was aufgeploppt. Eigentlich war das hier alles fertig, jetzt ist da schon wieder was. Also ich mach schon eine Menge, aber kommt immer wieder was dazu. Also Nebenmissionen, hier abgeschlossen haben wir schon. Ja, Keks, ja. Hey, du da! Mysteriöse Fremde! Juhu! Ja, dich meine ich! Oder siehst du hier noch andere mysteriöse Fremde? Sag mal, magst du Witze? Nein. Ich kenne einen guten. Nein. Oh, scheiße. Klar, schieß los. Kannst du mir sagen, worauf alle Traumateam-Sanitäter schwören? Den hippokratischen Eiter! Okay, was ist hier los? Hallo, Fremde! Ich bin Brandon, deine freundliche SBEM von nebenan. Und die netteste KI in ganz Night City. Dir stehen vielerlei Getränke zur Auswahl. Oder komm einfach für einen Plausch vorbei. Jetzt bist du dran. Wie heißt du? Wieso rede ich mit einer SBEM? Ich heiße V. Schön, dich kennenzulernen, V. Kommst du oft hierher? Ja. Tatsächlich, sogar ziemlich oft. Oh, habe ich recht gehört? Du willst, dass ich dir bei einem Kaffee Gesellschaft leiste? Kaffee? Nein. Oh, das macht gar nichts. Du kannst trotzdem welchen haben. Kaffee? Und wir müssen uns nicht mal bewegen. Wie trinkst du deinen? Milch? Zucker? Okay, überzeugt. Ich kauf was. Kaufen? Du musst hier gar nichts kaufen. Dann weißt du was? Ich schenke dir eine Dose Nikola. Danke. Brandon, oder? Genau richtig. Ach, es ist toll, dass du dich erinnerst. Selbst für eine einfache SBEN. Kennst du gute Witze? Weißt du, welche Söldner bei allen Datingseiten angemeldet sind? Die Solos! Oh, bitte. Was zum Teufel? Cool. Also, wolltest du irgendwas von mir? Scheiße. Oh, ja. Ich entschuldige mich, dass ich dich gleich zu Beginn unserer jungfräulichen Freundschaft derart überfalle. Aber könntest du mir einen Gefallen tun? Was ist passiert? Siehst du den Behälter da vor mir? Er blockiert mir die Sicht auf die Straße und nimmt mir meinen liebsten Zeitvertreib. Könntest du ihn etwas zur Seite bewegen? Ich würde dich mit Dank überschütten. Auch wenn ich das ehrlich gesagt gar nicht auf Lager habe. Ich sehe, was ich tun kann. Danke, V. Mann, bist du stark. Danke. Ja, gönn dir ein Freigetränk. Geht auf mich. Ja. See you later, Alligator. Alligator? Ich bin kein Alligator. Das sagt man nur so.
wenn man sich verabschiedet. Oh, ich verstehe. Nicht, dass Alligatoren irgendwas mit Verabschiedung zu tun haben, aber egal. Menschen sagen die lustigsten Dinge. Ja. See you later, Alligator. Witziger Satz. Wenigstens ist das witziger als was du sagst. Roasted, ja. Oh Gott. Ist aber schon schön, du gehst dann in irgendeine Ecke und guckst, was, so, was das für Nebenaufgaben sind, dann kommt sowas. Ich liebe es. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampe, was? Für meine ungeschulten Ohren klingt er ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so richtig. Aber das Feeling. Schana, geil. Der ist gut. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Ja, und das gut. Hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen? Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Schon damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Du meinst, es gibt noch alte Samurai-Bootlegs? Die könnten ein paar Eddies wert sein. Jetzt wechselst du auch auf den Sellout-Zug? Da kommen mir ja fast die Tränen. Ja, weine. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Oh, geil. Johnny? Ich glaube, dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht. Hey, Rainbow Cadenza. Sagt dir das irgendwas? Oh Mann, noch eine. Bist mächtig jung für die Frage. Was meinst du? Ich sag dir, ständig fragen hier irgendwelche alten Rocker, wo denn ihr toller Club aus der Jugend hin ist. Und jedes Mal sage ich, dass er vor 20 Jahren von einem Konzern gekauft wurde. Ich sollte ein Schild aufstellen. Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals aus dem Rainbow Cadenza? Zum Beispiel von Samurai? Samurai. Samurai! Ha, dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kenne sogar ich.
Manchmal kommt hier rein ziemlich alter Kerl im Samurai Shut rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Du weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann. Doch, in den 20ern, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem Markt. Was verkauft er da? Bio-Erdbeeren mit Sahne. Geil. Was glaubst du wohl? Er redet mit alten, staubigen Tape von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil. Danke für die Info. Ich habe auch Erdbeeren. Hm. Hi, ich suche ein paar Killer-Tracks. Das ist ehrlich, ja. Hast du Laser? Ja, ist schon zu spät. Oder was von... Hat schon alle aufgegessen. Ich hatte. Ich verkauf keinen Scott. Willst du billigen Regenbogenmist oder den echten Scheiß? Chill mal, Schum. War nur ein Witz. Laserpop. Verfickter Laserpop. Und das an meinem Stand? Hab gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig? Ich hab die Cartesian Dualists. Eurodyne-Kram. Tainted Overlord. Was von Samurai? Soll das ein Scherz sein? Never fade away. Dancing with my ex. Chipping in. Ich hab sie alle. Schöne Titel. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen. Aber ich muss ja von was leben. Du bist wohl Silverhands größter Fan, was? Und stolz drauf. An den kommt keiner von den Kiddie-Rockern ran. Silverhand hatte was ganz Besonderes in den Fingern. Was denn? Silber? Er hatte Feuer. Echtes Feuer. Hat der Konzernwelt den Finger gezeigt. Oh Gott. Und ist für seine Ideale gestorben. Es stört dich gar nicht, dass er so eine Art Terrorist war? Blaze way down the rebel path. Ich brauch was Richtiges. Also... Zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Hältst mich für ein Poser, ha? Huh? Ich weiß alles über Johnny Silverhand. Dann leg mal los. Beeindrucke mich. Ich weiß, was er beim letzten Treffen zu Carrie gesagt hat. Schlappschwanz. Und dass er sich Eier wachsen lassen soll. Hm, klar. Ich kann mir auch eine Million Unterhaltungen ausdenken, die keiner gehört hat. Oh, ich war öfter hier, als das noch das Rainbow Cadenza war. Ein Bootleg wäre ein schönes Souvenir an die gute alte Zeit. Blödsinn. Du bist so jung. Als Samurai hier jammte, warst du noch nicht mal ein Zucken in den Kiroshis von deinem Papi. Aussehen kann täuschen. Woher weißt du, dass ich mein Gesicht nicht aus einem Katalog habe? Also gut, Punk. Beweis es. Wie endete der dritte Gig von Samurai? Johnny! Hey Johnny, beweg deinen digitalen Arsch rüber. Wie lautet die Antwort? Wie wär's hiermit? Fick dich, wie? Ich bin nicht dein Schoßhund. Hallo? Jemand zu Hause? Johnny, bitte. Mach mein Leben nicht noch schwerer. Es ist so schon schwer und kurz genug. Mein Gott, wie? Dazu fällt selbst mir nichts Geistreiches mehr ein. Lieber trete ich einen Bettler. Einen Blinden. Hast du einen Hänger in deiner Software? Hatten den dritten Gig im Cadenza. Ein kleines Feuer brach aus und ein paar Punks haben Bier drüber gekippt. Dannys Afro hat was abbekommen. Sie trug wochenlang eine Perücke. Tech Haar war unter ihrer Würde. Moment. Jetzt weiß ich wieder. Es hat gebrannt. Arme Danny, die schönen Haare. Das hätte ich fast vergessen. War das nicht Johnny? Er hat eine brennende Kippe ins Publikum geschnippt.
Das ist doch Bullshit. Die Kippe war von Carrie. Aber hey, irgendwie war Johnny ja immer dran schuld. Ja, kein Wunder. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du da warst. Aber was soll's? Nur ein echter Fan kann sowas wissen. Schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst du an? Zeig mal. Samurai-Konzertaufnahme. Schöne Sonnenbrille. Schönes T-Shirt. Das hier und das hier und das hier. Oh Mensch, und das hier und das hier. Samurai-Kappe. Ja geil, ich bin jetzt der Mega-Fan. Ich danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod den Konzernen. Hab mich erstmal arm gemacht, aber egal. Weiß ja nie. Ist im Kaufrausch. Ja, ich muss auch mal ein bisschen ausgeben. Kann ich endlich mal hier die schöne Brille. Gut. T-Shirt hier. Samurai. Warte, was ist das? Das hier. Samurai. Ja, dann sieht man aber das schöne T-Shirt nicht. Ah, die Jacke ist auch cool. Geile Kappe. Ja, ich kann den Hut tragen. Woo! Oh. Samurai-Cowboy. Schau machen. Audi. Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Habe ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Er ist dein größter Fan. Freut dich das nicht? Ich habe den Saka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. 60 Jahre. Irgendwas muss sich verändert haben. Weißt du, was sich verändert hat? Die Scheißfassade. Ein neues Interface hier. Ein neuer Synthosüßer Scopshake da. Ein neues Gesicht bei Arasaka. Aber alles der gleiche alte Mist. Es gibt Veränderungen. Auch wenn man sie nicht sofort sehen kann. Natürlich, Fenris. Was passiert? Vielleicht, die Brieftasche ist dann aber leer. Wer erinnert sich noch daran, dass ein Mensch mehr ist als ein Fleischsack voller Implantate? Cool. So, was ist das hier? Das ist auch noch eine Nebenaufgabe. Leider meist ja. Ich kenn's. Was soll das, ha? Ach, du bist es. Ich gesagt, wir sind fertig. Oh, ach, guck mal. Du bist es. Vielen Dank nochmal für die Rettung. Die letztlich keine Rettung war. Gute Absichten rechtfertigen niemals Mord. Bitte, lass uns in Frieden. Klar, und gern geschehen. Puh.
Teuerste Merch, was ich bisher gekauft habe, hat mich 250 gekostet. Boah. Das ist schon ordentlich. Aber ich glaube, man sollte nicht immer nach dem Wert gehen, sondern dass man einfach was sich Schönes gegönnt hat, weil man gönnt sich ja sonst ziemlich selten was. Aber ja, klar, ist schon eine Menge Kohle. Aber man holt sich das ja nicht aus Spaß, ne? Sondern weil man es möchte, sich was Gutes tun möchte und weil es schon was einen anderen Wert hat. Jetzt würde man das ja, glaube ich, nicht kaufen. Eine Investition, ja. Sowas behandelt man ja dann auch wie sein Schatz. Und man weiß nie, ob es das dann irgendwann noch gibt, ne? Eine Figur zum Anime-Monster muss... Oh, okay. Figuren sind sowieso mal eine ziemlich teure Angelegenheit. Also wenn es klappt, ist der teuerste Mesh vom Geld her bei 400 Euro vom eigenen Wert her unbezahlbar. Ja. Warum sind die religiösen Spinnen eigentlich immer so undankbar? Weil es nicht nach ihrer Vorstellung gegangen ist. Das ist ja. Hallo Agent. Ja, Keks, du musst es nicht jetzt spammen. Was soll ich dazu sagen? Hast du ein Hornless? Weil Panam und Judy heiß sind. Entschuldigung. Kannst du dir keine zwei leisten? Ein Horn reicht. Es gibt nur andere Wege und Mittel. Du siehst verloren aus. Zu viel Chaos. Gott. In deinem Leben? Überwältigt von Unmut? Du schon wieder. Ja, ist gut, Keks, aber ich weiß halt nicht, was ich zu sowas sagen soll. Hat dir unsere erste Meditation gefallen? Nein. Ganz um mein Ding. Hat mir gut getan. Wohin bist du verschwunden? Wohin bist du verschwunden? Jemand anderes brauchte mich. Zur Nachtsense, schlaf schön. Dieser ist ein Einhorn. Glas nicht auf, Mirko. Oh, das ist kacke. Gibt's da nicht irgendwelche Hebeltechniken? Da gibt's da irgendwelche Tricks, dass du vielleicht so ein... vom Löffel oder so, dass du das irgendwie aufhebelst, dass da ein Stück Luft rankommt und dann geht das schnell auf. Da muss, ja. Gläser sind wirklich so ein Nemesis. Hab mich wie neugeboren gefühlt. Der ist eingepennt, oh je. Eine Wirkung muss tiefe Reflexion regelmäßig wiederholt werden. Ein einziger Tropfen stillt keinen Durst. Möchtest du es wieder versuchen? Was würde mich das kosten? Das ist deine Entscheidung. Das sollte reichen. Gut. Ich passe während der Meditation auf dich auf. Mhm. Wir machen einfach mal mit. Einfach alles mitnehmen. Das ist eine Meditation des Elements. Alter, Benny. Wir sind im Wald. Vor uns tost ein Wasserfall. Geist des Wassers, sei gegrüßt. Du bist zu 80% Teil unseres Fleisches und Blutes. Oh, wie geheimnisvoll du bist, Geist des Wassers. Eben noch warst du flüssig. Und jetzt Wasserspender? Schon Eis und Dampf und Nebel. In einem Augenblick heilst du. Im nächsten ertränkst du. Wasserschmerz, Krankheit,
Unreinheit und negative Energie anderer Menschen. Ach, Lisa, was denn? Von meinem Körper und meiner Seele. Verleih mir Jugend, Weisheit, Wissen, Gesundheit, Stärke, Freude und bleibenden inneren Frieden. Einfach es mitnehmen. Wieder bei den Scavs in der Wanne voll Eiswasser. Nein, da will ich nicht nochmal rein. Wir nehmen den Geist des Wassers. Einmal rein. Auf. Gemeinsam werden wir eins. Muss nichts dazu sagen. Wir okay. sind Wasser. Wir sind diejenigen, die über die Klippe strömen. Langsam pinkeln, wenn ich das höre, ne? Wir danken dir, Geist des Wassers. Mit Geist, Körper und Seele. Ohne dich gäbe es kein Leben. Wir huldigen der Schönheit verborgen in dir und den anderen Elementen. Husch einfach mal. Langsam. Und weg ist er wieder. Dann geh doch zu Netto. Weg. Wie beim letzten Mal. Hey, uns geht's schlecht. Nebenmission? Nebenmission. Oh, die Nebenmissionen machen mir echt Spaß. Merkt man gar nicht, ne? Hab mir fast in die Brust gestochen, aber naja, alter Selina, pass auf. Mit einem Messer aufgehebelt. Ja, mit Messer, deswegen sagte ich Löffel. Mit Messer sollte man das nicht machen. Das ist ein bisschen gefährlich. Also mit dem Stiel vom Löffel hinten, den malen. Nämlich auch ein bisschen spitzer und dann. Aber Löffelchen ist nicht so mein Ding. Aber Löffelchen ist auch. Bam, bam, bam. Scheiße. Entschuldigung. Niemand hindert mich, an meine Gürkchen zu kommen. Dann gönn dir deine Gürkchen. Also ich mag Löffelchen. Ah. Das große Löffelchen. Ah ja. Das ist ja schon wieder. Deine Wahrnehmung sind nun viel klarer. Der Knoten in deinem Verstand löst sich langsam. Wie? Die Informationen von Okada waren sehr wertvoll. Und ich habe auch etwas in Erfahrung gebracht. Wir müssen uns treffen. Wo diesmal? Müllverbrennungsanlage? Verlassene Endcard-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt's einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Okay. Benutze den Fahrstuhl. Da verläuft man sich leicht. Ein ich bin Fahrstuhl. Schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Okay. Ja, jetzt ist wieder hier unser. Ich glaube, so langsam habe ich den Bogen raus. Inneres Gleichgewicht ist wie das Ende einer langen Reise. Klammere dich nicht zu sehr an deinen Gedanken. Lass sie einfach frei fließen. Bald eine Kröte ihre Fäuste, wenn sie schwimmt. Wie klingt es, mit einer Hand zu klatschen? Das kommt ganz drauf an. Sag, klatscht jemand mit dir? Ich will's nochmal probieren. Wie viel möchtest du Kanam, also diesmal zahlen?
Ist das hier genug? Ja, beginne jederzeit. Ich leite dich. Hier klatsche nicht mehr in die Hände. Nee? Das ist eine Meditation des Elements Feuer. Wir sind im Wald. Sonnenstrahlen dringen durch das Blätterdach, tanzen durch die Luft und vermischen sich mit den Flammen. Working Corp, ja, ja. Geist des Feuers und Geist der Sonne. Ich begrüße dich. Diese Hand nicht mehr so. Du bist es, was allen Dingen ihre Schönheit verleiht. Ich bin du. Du bist ich. Ohne dich gibt es kein Leben. Aus dir entstand ich und zu dir kehre ich zurück. Geist der Sonne. Urtümliches Feuer. Linke recht auf. Unreinheit. Hier. Und negative Energie anderer Menschen und Dimensionen von meinem Körper und meiner Seele. Läutere jede Zelle meines Körpers. Verleih mir die Energie von Leben, Gesundheit, Jugend, Weisheit, Wissen, Stärke und Freude. Schenke mir bleibenden inneren Frieden. Hallo, Ace Dave. Nichts aus meinem Gleichgewicht bringt. Das könnte ich echt kennen. Durch halbgeschlossene Augen nehmen wir die Energie der Sonne auf. Durch unsere Augen dringt die Energie des Feuers und der Sonne in unsere Köpfe und durchflutet unseren Körper bis in die Zehenspitzen. Jede einzige Zelle unseres Körpers, auch des Ätherischen, erneuert sich mit der Energie der Sonne. Und aus unserem Inneren erstrahlt ein Licht. Wir sind die Sonne. Wir danken dir, Geist der Sonne, Element des Feuers, mit Geist, Körper und Seele. Hallo, Sennys. Grüß Sie. Okay. Und weg ist er. Wie könnte es anders sein? Was, er will mehr Code? Was soll das? Das ist die erste Angelegenheit. Kommst du jetzt? Na gut. Steht ja gar nichts. Ist weg. Hast du noch alles Geld und so? Ja, habe ich. Ich bezahle ihn ja immer. Ich könnte ihm auch nichts geben, aber ich weiß nicht. Er gibt sich ja schon Mühe.